Die Fusion von Bayer und Monsanto steht für eine Landwirtschaftspolitik, die mit ihren Produkten, wie zum Beispiel giftigen Pflanzenschutzmitteln und ihrer Wirtschaftspolitik, Kontrolle über Saatgut, behauptet, einen Beitrag zur Hungerbekämpfung zu leisten. Das ist eine gewagte Behauptung, weil unsere Erfahrung mit den Partnern in Afrika, Lateinamerika, Asien zeigt, dass innovative, vernünftige Hungerbekämpfung bedeutet, die zu fördern, die für die Ernährung zuständig sind, bäuerliche, kleinbäuerliche Landwirtschaft mit angepassten, naturnahen, billigen Modellen. Und Bayer und Monsanto gehen da wie Dinosaurier drüber hinweg und deswegen sind wir heute hier, um diese Fusion zu verhindern und auf die Fehler dieses Modells aufmerksam zu machen. Die Fusion treibt ein Modell weiter voran, was am Ende ganz wenige Gewinner und viele Verlierer kennt und was den Hunger in der Welt nicht bekämpft, sondern dafür sorgt, dass weiter Menschen ausgeschlossen werden, die sich gut selbst ernähren könnten. Die Fusion zu verhindern wäre natürlich das Beste, was uns gelingen könnte. Ich glaube persönlich nicht, dass das noch gelingt, aber selbst wenn die Fusion da ist, werden wir natürlich weiter gegen das dahinterliegende System vorangehen müssen.